Hallo meine Freunde, willkommen zurück hier in den Tiefen von Moria. Wir haben den Weg wieder gefunden zum Elbenviertel, wo wir am Ende der letzten Folge waren. Aber leider, habe ich noch kein Eisenerz gefunden. Wir werden sehen, ob wir hier irgendwo uns etwas aufbauen können. Ich dachte, hier war doch irgendwo. Hier ist doch eine Hütte. Hier können wir doch rein, oder? Hier ist doch was. Na, hier könnten wir doch aufräumen. Da könnten wir doch, hier habe ich ja schon meine Behelfsaxt und den ganzen Quatsch reingeschmissen, der kaputt ist, was ich nicht mit mir rumschleppen wollte. Stimmt. Also hier in diese Richtung, da hinten sind... Oh, jetzt kommt auch noch der Bär. Muss ich weg hier. Hoffentlich kommt er nicht hier hoch. Was will denn der von uns? Oh, das ist natürlich weniger schön, dass jetzt hier so der Meister Petz hier um die Ecke kommt. Komm, mach dich weg. Zeig mir... Ach ja, schöner Rücken kann auch entzücken. Ich hab gedacht, du haust wieder ab. Mach dich dort runter, komm. Da hinten ist ein komischer Hirsch. Allermögliches Viehzeug rammelt hier rum. Der Bär, der stört mich ja am meisten. Denn das ist ja wohl der gefährlichste. Der Hirsch da hinten, der mag ja noch gehen. Ich möchte nämlich... Genau in diese Richtung möchte ich nämlich, wo der Bär jetzt lang tappt. Ob wir da hinten irgendwelches Eisenerz finden. Soll ich den jetzt hinterher schleichen? Mein Schwert ist ja nicht mehr viel wert. Kann ich ja vergessen. Außerdem kann ich ja noch nichts schmieden. Das ist weniger schön. Da räume ich erstmal hier ein bisschen auf. Ich denke mal, dass wir hier unsere Base errichten werden. Ich muss sehen, ob wir das hier alles hinkriegen. Wir brauchen auf alle Fälle einen Hammer. Habe ich denn keinen Eisenhammer? Ach nee, das ist ja das. Wir haben ja noch kein Eisenerz. Deswegen haben wir auch noch keinen Hammer. Komm, zerleg diese alte Bank. Ja, niff da dran rum. Dann nehmen wir mal die Axt. Komm, nimm mal deine Axt. Ah ja, da ist es gleich weg. Gut, alles klar. Und hier. Komm, nicht wegschmeißen. Was machst denn du von Quatsch? Der Eins, du sollst und hol aus und... Gut. Das haben wir jetzt auch weg, Gott. Dann müssen wir mal gucken, ob der Bär noch da hinten irgendwo rumschleicht. Ich muss sehen, dass ich irgendwie Eisenerz... Mit Eisenerz steht und fällt dieses Spiel, sage ich mal so. Damit können wir uns neue Waffen bauen, neue Werkzeuge bauen. Vor allem... Die Werkzeuge, denke ich mir mal. Ne? Schleichen mal den Bär hinterher. Das Sechs, kann ich da was davon essen? Bringt das mir was? Ja, das bringt was. Auf alle Fälle bringt mir das Ausdauer. Gut. Der Axt hat er noch in der Hand. Was ist denn das dort oben? Ist das dort oben Eisenerz? Hochklettern, komm. Kletter hier die Treppen hoch. Die Leiter hoch, meine ich. Nicht die Treppen. Die Leiter. Leiter hoch, mein Freund, komm. Alter Mann. Das könnte doch Eisenerz sein. Das sieht schon mal erzhaltig aus, denke ich mir. Ich hoffe, dass es keine Kohle ist. Die 4. Eisenerz, Leute, wir haben Eisenerz gefunden. So, gut, alles klar. Ich baue jetzt hier erstmal ein bisschen Eisenerz ab. Ich mache ganz kurzen Cut. Wenn ich das abgebaut habe, dann melde ich mich wieder. So, meine Freunde, ich habe hier also maximal Eisenerz abgebaut. Hier liegt noch was, aber das will er mir nicht irgendwie nicht so richtig. Doch, jetzt hat er mir das auch gegeben. Gut. Hier oben ist noch etwas Eisenerz, aber das kriege ich irgendwie nicht. Stein, ach, du zeigst mir eigentlich nur Stein an. Gut. Gehen wir mal ein Stück hier hinter. Stein. Und das ist ein Grafikfehler, das zeigt es mir nicht. Gut, alles klar. Ich habe jetzt, da schauen wir doch mal rein.
Ich habe jetzt 30, 31 mal Eisenerz habe ich jetzt gefunden. Den ganzen Krempel, den ich hier so mit mir rumgeschleppt habe, das habe ich jetzt hier drin. Das habe ich dort hineingepackt hier. Da kann ich auch wieder die... Ne, das Zitrit hier, das tun wir mit rein. Ich weiß gar nicht, zu was wir das brauchen, das Zitrit. Halb, ein blassgelber Halbedelstein aus Quarz. Hm. Für was ich den brauche, weiß ich noch nicht. Dann habe ich noch ein bisschen Holz. Oder Steine, das behalten wir alles jetzt am Mann. Den Quatsch, den habe ich mal hier reingeschmissen. So, und jetzt wollen wir mal sehen. Oh, hier ist ein Kreuz. Na, klasse. Jetzt sind die Wölfe wieder hier unten. Ja, ja, ja. Was mache ich jetzt mit den Wölfen dort unten? Mit Steinen beschmeißen. Ne, ich mache erstmal hier mein Zeug weg. Vielleicht hauen sie dann wieder ab. Das geht nicht. Da haben wir mal der Spitzhacke. Komm. Doch, da geht's. Alles klar. Ich wollte es mit der Axt wegmachen. Mein, dass ich das Holz wieder kriege. Ja. Hier unten sind auf alle Fälle jetzt erstmal die Rohstoffe kostbar. So, da werden wir jetzt mal sehen, ob wir hier drin irgendwas uns aufbauen können. Ich höre es schon wieder. Orks sind irgendwie auch schon wieder unterwegs hier. Die planen auch schon wieder rum. Dieses Gesocks. Spitzhacke gebrochen, aber ich habe ja, glaube ich, noch eine. Ich habe, glaube ich, noch eine einstecken. Ja, hier ist sie doch. Die ziehen wir mal hier runter. Alles klar, da können wir noch ein bisschen was hacken hier. So, kann ich mir überhaupt noch mal so eine Behelfsaxt her? Quiet. I seen prey ahead. Was hast du schon wieder? Ah, die Ziegen gefallen ja schon wieder dort unten, oder was? Oh, das ist ein Fresssack. Ja, bestimmt wieder Hunger oder was? Keine Ahnung. Stofffetzen, die habe ich doch hier drin. Die habe ich doch hier reingeschmissen, Stofffetzen, oder? Können wir uns doch so eine Behelfsaxt nochmal herstellen? C. Na bitte, können wir uns nochmal eine herstellen? Dass wir uns nochmal mit den Wölfen da unten anlegen. Guckt euch das an hier. Denn wie es jetzt immer, wenn die Katze aus dem Haus ist, dann sind die Mäuse auf dem Tisch. Ja. So, ich nehme gleich mal die Axt in die Hand. Drei Stück stehen sie da an. Och, und der Meister Petz auch noch. Und was macht der jetzt? Macht er die Wölfe platt? Nö, der geht an den Wölfen vorbei, der. Ich habe gedacht, der bekämpft die Wölfe. Der haut ja die Bäume um. Wo der lang marschiert, da wächst nichts mehr. Da kommt jetzt wo immer hier lang, oder was? Was denn? Jetzt hauen sie wohl ab, oder was? Es ist Nacht. Gut, ich spring mal hier runter. Dieses Spielzeug hier alles. Komm her, du kriegst einen Frackball, mein Freund. Was ist das? Oh, du hast ja nur zu kämpfen hier. Jetzt ist der Axt kaputt. Nimm das Schwert, komm. Nimm dein letztes Drittel Schwert, was du hast. Schwert auch noch kaputt. Jetzt muss ich mir meine nächste andere Axt noch runterholen. Ja. Der Eins, komm. Mach weiter. Der Eins, nimm der Eins in der Hand. Haben wir das Viehzeug jetzt alles weg? Ich denk's mal. Nur ein bisschen was aufheben. Fleisch, Haut. Was wir jetzt hier alles rumzuliegen haben. Hautfetzen. Da kannst du jetzt aber aufsammeln, mein Freund. Und schon wieder alles voll.
Alles voll. Haben wir noch eine Fackel dabei? Ich hatte drei. Wir haben noch eine Fackel. Da gehen wir nämlich jetzt erstmal wieder hier hoch. Ich brauch den seine Haut. Und da schaffe ich nämlich... Was hat denn der Bär gemacht? Der auch da die Bäume umgeschmissen. Hier Holzstücke kriegt man da. Hoffentlich kommt er nicht gleich wieder. Nicht, dass wir gerade jetzt in seiner gewöhnlichen Route jetzt hier rumhüpfen. Da habe ich keinen Bock drauf, mich jetzt so ständig mit dem Bär vor dem Bär flüchten zu gehen. Komm, kletter hier hoch. Da oben kannst du das in die Truhe reinpacken. Ehe wir hier uns in der Lagermöglichkeit gebaut haben. Oder wir können doch uns gleich ein Lager bauen, oder? In den Schrank können wir uns... Ach nee, wir brauchen erst ein Feuer. Wir gehen aber mal runter. Komm, mein Freund, geh mal runter. Nee, du sollst hier runter. Nee. Ja, mach mal doch mal den Gefallen und springen mal hier runter und hier runter springen. So, jetzt müssen wir sehen, dass wir uns was zu essen... Habe ich noch was zu essen einstecken? Ich hoffe es mal, dass ich noch den Ausruf... Dass ich was zu essen... Ja, hier die Äpfel kann ich essen. Bringt das uns was? Das bringt uns auch nichts Rotes. Und die Zwiebeln hier? Bringt uns auch nichts Rotes. Jetzt haben wir die Zwiebeln aufgefuttert. Jetzt müssen wir mal sehen. Ich wollte eigentlich... Können wir hier rein? Fackel ist erlöschen. Ah ja, gut. Bauen wir uns erstmal noch eine Fackel herstellen. Gut, das rein. Nimm die Fackel in die Hand. So, hier hin hat es erstmal keinen Sinn. Ich glaube nicht. Hier können wir das Zeug zerlegen, damit wir Material haben. Alles klar, das brauchen wir jetzt nicht. Ich denke mal, wir werden uns hier drüben einquartieren. Hier werden wir reingehen, denke ich mir. Genau. Hier müssten wir doch uns einquartieren können. So, wir müssen jetzt erst einmal einen Moment. Habe ich denn... Bauen. Grob. Ich will erst mal sehen, habe ich denn genug Steine? Ich habe ja Steine dabei. Einfache Tür. Gut. Die... Ach, in der Nähe einer Feuerstelle bauen. Müssen wir uns erst eine Feuerstelle bauen. Eine Feuerstelle brauchen wir. Da brauchen wir Kohle. Jetzt habe ich keine Kohle. Da haben wir doch aber... Moment. Wie sieht es mit meinem Lager aus? Das muss ich doch dann aufklettern erstmal. Weil hier vorne ist irgendwo Kohle. Hier vorne haben wir irgendwo Kohle gesehen. Die wir abbauen können. Hier oben, ne? Ja, aber da muss ich erstmal... Ist hier oben zufällig auch eine Kiste. Muss man mal schauen. Komm, kletter mal hier hoch. Klemm deine Fackel zwischen die Zähne. Ah ja, hier ist auch eine Kiste. Super, können wir das doch hier reinräumen. Was haben wir denn hier drin? Da haben wir auch noch so ein Tempo-Apaka und... Was ist das? Eine Baukunstschriftrolle. Die holen wir uns später. Gut. Jetzt machen wir ja das Ding nochmal auf und da räumen wir nämlich mal das kaputte Zeug hier rein. Das hier rein. Das kaputte Schwert räumen wir hier rein erstmal. So, was brauchen wir? Wir brauchen die kaputte Spitzhacke. Die kommt auch hier rein. Ja. Die Steine behalten wir am Mann. Das Eisen behalten wir am Mann. Die Holzstecke, da haben wir jetzt ja... Ich würde sagen, das Fleisch, das räume ich jetzt auch mal hier rein. Das nützt uns jetzt ja eigentlich im rohen Zustand gar nichts. Und dieses Elbenholz packe ich auch hier rein. Und das ist Haut. Das packen wir auch hier. Die Kiste, die geht uns ja nicht verloren. So, und jetzt darf dein Liedchen singen, mein Freund. Nein, du nimmst deine Spitzhacke in die Hand. Kohle. Inspiration. Sing ein Lied.
Bum, bum, bum. Jawohl. If a dragon swept through Khazad Dûm, a terrible day'd have she. I'm a feisty fool with an empty fork, and if she would not flee, I'd probably... Tiefste Dunkelheit. Na klasse. Kälte. I love that song. Ah, du liebst diesen Song. Ja, ist ja schön. Das ist schön, wenn du diesen Song liebst, mein Freund. Gut, das dürfte jetzt erstmal reichen. Wie viel Kohle habe ich denn? Wo ist denn die Kohle jetzt? Ah, hier unten. 17 mal Kohle. Das dürfte auf alle Fälle mal reichen, um... um auf alle Fälle hier mal ein Feuer zu bauen. Dann können wir auf alle Fälle erstmal... wo wollten wir denn hin? Hier rein. Dann können wir... hier liegt genug Material rum. Dann können wir auf alle Fälle die Tür zumachen. Wir räumen hier erstmal auf. Gut, das kannst du alles aufräumen. Und das kannst du aufheben. Das bauen wir nämlich... das Feuer hier vorne, was ist denn das hier Zeug, das runde Zeug? Keine Ahnung. Das ist auf alle Fälle Holzstücke. Das haben wir erstmal ein bisschen aufgeräumt hier. Komm, räum auf. So, jetzt bauen wir uns nämlich hier in die Ecke Feuer. B. Jetzt können wir uns hier eine Feuerstelle. Nee, ich wollte eigentlich ein großes Feuer bauen. Nee, das kleine möchte ich nicht. Steinerne Feuerstelle. Die bauen wir uns. Das richtig große Ding. Wie kann ich das jetzt drehen? R und T können wir drehen. Ah, das stellen wir so hin. Ja, das stellen wir hier her. So. Zack. Jetzt haben wir auf alle Fälle mal eine Feuerstelle. In dieser können wir nämlich hier erstmal die Tür. Die Tür absichern. Einfache Tür. Zurück. Perfekt. Hey, was haben wir jetzt gemacht? Ah, ne, gut, alles klar. Müssen wir wieder wegreißen. Das hat er irgendwie so klein hier reingefriemelt. Das wird auch nix. Ach ja. Gut, haben wir's weg. Haben wir weg. Hebt das Zeug auf. Dann müssen wir aufpassen mit dem Bauen. Das war mein Fehler. Nochmal B. Diese einfache Tür. Genau, die müssen wir etwas höher setzen. Komm, Stück zurück. Ja, da passt sie doch hin. Komm. So, wir wollen doch hier raus. Jetzt sieht das schon ein bisschen besser aus. Jetzt sieht es doch schon ein bisschen besser aus. Perfekt, jetzt kommen wir hier raus und rein. Und dann können wir ja mal sehen, dass wir hier oben uns noch was einrichten. Es ist zwar ein bisschen eng hier, aber ich denke mal, das wird schon erstmal für den Anfang reichen. So, habe ich die Stofffetzen noch dabei, dass ich mir ein Bett bauen kann. Brauchen wir doch Stofffetzen, oder? Habe ich doch einstecken. Gut, das schauen wir noch mal. Ach ja, wo haben wir denn das Bett? Grundlagenhandwerk? Nö, eigentlich nicht. Nein, doch, muss ja hier sein. Hier ist es doch, Bettzeug. Das drehen wir auch. Stoffreste brauchen wir 6 Stück. Das legen wir uns jetzt erstmal hier hin. Genau. So, raus. Und jetzt können wir das beanspruchen. Beanspruch. Ausruhen. Jetzt können wir uns auch erstmal ein wenig ausruhen. Wir legen uns mal ein Stück hin. Tiefste Dunkelheit haben wir ja. So, da müssen wir jetzt auch wieder... Es ist schon Mittag. Naja, wir sind zwar ausgeruht, aber wir haben einen halben Tag verschlafen. Gut, jetzt aber... So, können wir uns jetzt nämlich schon mal... Du hast denn dein Werkzeug? Hier, nehmen wir mal. Räumen das hier auf. Können wir uns jetzt hier eine Schmiede bauen? Das wäre eine...
Also brauchen wir erstmal eine Eisenschmelze, oder? Erstmal brauchen wir doch so eine Eisenschmelze. So, wir hauen das hier erstmal alles kurz und klein. Ich hoffe, dass jetzt nicht gleich wieder den nächsten Orks hier auf der Matte stehen. Wir haben dann die Steckchen, das können wir uns da noch zerlegen hier. So, jetzt schauen wir mal, wie wir unsere Bude hier ein bisschen einrichten. So, Bett haben wir schon erstmal. Dann würde ich nämlich sagen, hier in die Ecke. B. Grundlagenhandwerk. Was brauche ich denn für die Fackel? Für die Wand. Ja, da brauchen wir ein bisschen Werk, ein bisschen Zeug. Das stellen wir mal hier hin. Zurück. Komm, ich gehe ein Stück zurück. Hier passt eine hin. Perfekt, die brennt schön mal. Und dann machen wir uns mal, wir müssen sparsam sein mit unserem Werk, mit unseren Materialien. Andersrum. So. Eine über die Türen. Das reicht uns jetzt. Muss uns jetzt erstmal reichen. So, jetzt schauen wir wieder in unser Baumenü. Komm. So, und jetzt wollen wir uns bauen ein Schmelzofen. 20 Steine, Hammer. Was quäkt denn da draußen rum? Orks oder was? So, wir bewaffnen uns mal mit unserer Axt und schauen mal aus. Wir schauen mal nach dem Rechten. Was ist denn das für ein Viech hier? Jetzt haben wir hier Fleisch erhalten, jetzt haben wir so ein großes Blatt gemacht. Voll. Da hinten kommt der Bär. Fix weg hier. Ach, da, wie wir scheinen, sind wir gerade hier an der Einflugsschneise von dem. Keine Ahnung. Dass der immer hier lang marschiert. Müssen wir beobachten, wo er kommt. Durchs Fenster beobachten. Ne, wir können ja eigentlich. Wir gehen mal hoch. Wir schauen uns die Sache mal von oben an. Da haben wir einen besseren Ausblick. Da können wir uns nämlich hier in der Ecke stellen. Ah, ja, dort ist er wieder. Alles klar. Komm, Meister Betz. Verpiss dich hier. Das ist aber ein räutiges Viech, oder? Wie kriegt man das Vieh weg? Mit der Axt wird es wohl nichts werden. Was macht der von gehüpft? Ein Esstisch müssen wir uns erstmal bauen, sonst können wir nämlich gar nichts essen. So, den Esstisch, den stellen wir uns mal dann hier her, glaube ich mal. Wir schauen mal, was wir jetzt alles noch bauen können hier. Auf alle Fälle brauchen wir eine Schmiede. Da brauchen wir Eisenbarren, 5 Stück. So, alles klar. Kohlehammer. Da werden wir erstmal das Ding hier befeuern. So. Kohle hinzufügen. Kohlehammer. Und jetzt wollen wir Eisenbarren machen. Fünf Stück brauchen wir. Na, was will ich mit den Eisenerz machen? Kein Brennstoff. Da müssen wir nochmal Kohle holen, oder? Haben wir noch Kohle irgendwie einstecken? Ne, wir haben ja keine Kohle mehr. Hier unten ist auch keine mehr. Ach ja. Meister Betz, bist du hier verschwunden? Gott. Quiet. I see prey ahead. Ah ja, I see prey ahead. Dann tragen wir den Hirsch in. Und da hinten kommt schon das nächste Viehzeug. Ah, das Viehzeug hier. Komm, du altes Viech, du kriegst doch noch einen Frack bei.
haben wir einen Panzer drauf oder was? Hautfetzen und Fleisch. So, und hier muss ja auch noch was rumliegen. Und dann müssen wir uns irgendwann mal hier unten die Trottels hier unten vornehmen. So, gut, jetzt steigen wir erstmal wieder hier hoch. Und holen uns noch ein bisschen Kohle. So, was kann ich denn noch gebrauchen? Was haben wir hier aus der Truhe? Was kann man denn hier noch gebrauchen? Fleisch habe ich hier einstecken, oder? Habe ich Fleisch einstecken? Ja, hier unten. 7-mal. Die Stofffetzen, die nimmt. Ne, die haben wir doch hier. So, eigentlich nichts mehr. Die Haut, die räumen wir jetzt hier rein. Jetzt haben wir 6-mal solche Haut. Da müssten wir. Und was ist das hier? Fenchelsamen. Wo haben wir die Fenchelsamen? Haben wir wohl solchen Viechern aus dem Felle gekloppt? Solche Fenchelsamen. Die haben das wohl im Fell hängen gehabt oder was? Keine Ahnung. Das, was ist denn das? Ein Bernstein. Gut. Ach ja. Das haben wir alles. Jetzt holen wir uns noch ein bisschen Kohle. Wir brauchen noch Kohle. Hupf, hier hoch, mein Freund. So, und dann nehmen wir nochmal unsere. Kohle, genau, wir brauchen Kohle. Bum, badum. Jawohl, sing erstmal ein fröhliches Lied, mein Freund. Hier unten habe ich auch noch Kohle liegen. Ich kann jetzt auch erstmal wegmachen. Das hier hat die Kohle nicht, oder? Jetzt. So, jetzt müssen wir sehen, dass man hier oben noch. Und das war's dann auch schon wieder mit der Kohle, wie es aussieht, oder? Ja. Gut, jetzt müssen wir vorsichtig umgehen mit unserer Kohle. Erstmal zurückflitzen, ehe der Berg kommt. Nehmen wir alles noch mit. Ist das da hinten der Bär? Nee, das ist ein Hirsch, oder? Hier liegt nämlich auch noch Fleisch. Aber das müssen wir doch hier zumachen können, oder? Das sieht doch ganz danach aus, dass wir das hier zumachen können. Haben wir denn genügend Steine? Irgendwo haben wir noch Steine rumliegen. Dass wir das hier uns ein bisschen zumachen nach hier vorne. Und danach hier hinten, dass der Bär nicht immer hier hinten durchkommt. Und vielleicht können wir das hier überhaupt ringsrum ein bisschen zumachen. Müssen wir mal sehen. Erst müssen wir hier ein bisschen kultivieren, dieses Gelände hier. Zu. So. Jetzt brauche ich auf alle Fälle erstmal noch Kohle. Wir haben 6 Eisenbahnen. Ich weiß nicht, was ich fürs Schwert brauche. Aber wir haben ja noch ein bisschen Eisenerz, haben wir ja noch einstecken. Alle Fälle brauchen wir ja die Schmiede, sonst brauchen wir uns überhaupt keine Gedanken über irgendein Schwert zu machen. So, gut, B. Schauen wir hier rein. Eine Schmiede können wir uns jetzt bauen, jawohl. Rutschen wir mal ein Stück zurück. Passt perfekt hier hin. Gut. Jetzt können wir hier erstmal noch ein bisschen Kohle hineinpacken. Und wir haben noch Eisenherz. In der Warteschlange. 2. So, jetzt haben wir alles. Ich glaube, 4 Eisenbahnen können wir uns jetzt noch machen. Und jetzt brauchen wir gleich mal hier, was das Eisenschwert, was wir da brauchen. Holzstücke, Hautfetzen und ein Eisenbahn. Da werden wir uns gleich mal 2 Schwerter schmieden. Dass wir da auch ein bisschen noch was auf Lager. Immer das nächste Eisenerz finden. Das ist nämlich gar nicht so einfach. So, jetzt räumen wir. Kann ich jetzt hier drinnen schon so einen Bauhammer bauen? Eisenhammer. 2 Eisenbahnen brauchen wir und da Holzstücke. Also, wenn wir die nächsten, bauen wir uns erstmal einen Eisenhammer.
Damit können wir nämlich dann auch mal uns mit dem Eisenhammer die Zwergstatuen ganz machen. Das fehlt uns ja auch, dass wir die reparieren. Denn jedes Mal, wenn wir so eine Statue fertig machen oder reparieren, bekommen wir auf jeden Fall irgendwelche Rezepte, dass es auch weitergeht hier. Ach ja, so, das zerlege ich mir erstmal. Das ist Holz, das räumen wir weg. Was ist das? Das war ein Stoffhetzen. Alles klar, den nehmen wir mit. Nehmen wir alles mit. Kann ich denn jetzt schon in eine Truhe bauen? Schauen wir doch mal. Eine Truhe, Truhe, Truhe. Einen Tisch brauchen wir auf alle Fälle. Wir brauchen einen Essenstisch. Und was brauchen wir da? Holzstücke, Hammer. Wo setzen wir den hin? In der Nähe vom Feuer, oder? Kann ich den hier herbauen? Ja, den kann ich doch hier herbauen. Perfekt. Jetzt haben wir doch ein Essen. Ist das auch ein Essenstisch? Ja, Essenstisch. Holzstücke? Das ist ein Bauplan gefunden. Ach, jetzt haben wir erst einen Essenstisch gekriegt. Haben wir da so einen kleinen Tisch gebaut. Wie es aussieht. Kann man da das Essen drauflegen? Weiß ich nicht. Werden wir gleich mal ausprobieren. Wir haben doch Fleisch. Herstellen. Braten. Zubereitung beginnen. Wahrscheinlich geht das auch mit diesem kleinen Tisch. Da brauchen wir ja gar keinen großen Essenstisch, wenn wir das alles auf den kleinen Tisch auch serviert bekommen. Nacht bricht herein. So, ne, da können wir uns jetzt auch mal wieder ein bisschen ausruhen. Es ist sowieso soweit, dass die Folge zu Ende ist, meine Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und da werden wir sehen, dass wir noch ein bisschen mehr brauchen unbedingt. Wir gehen dann da hinten raus, wo der Bär lang marschiert ist. Und da schauen wir da hinten, ob wir da hinten noch etwas an Eisenerz finden. Und das ist A und O, das Eisenerz. Mit diesem Material steht und fällt dieses Spiel. Ja, unser Essenstisch funktioniert. Perfekt. Ich gehe jetzt erstmal essen, erstmal schlafen. Und dann können wir essen. Als Frühstück nehmen wir das zu uns und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Alles klar. So, tschüss.